Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße euch zum nächsten Rezept. Und zwar geht es heute um die schwarze Ebenholzbeize. Ein ganz anspruchsvolles Rezept, weil viele Teilschritte dazu notwendig sind. Aber es reizt mich deshalb umso mehr. Und ich weiß auch schon aus den letzten Versuchen von vor 2 Jahren, dass da bestimmt ein gutes Ergebnis rauskommen wird. Und mit den Erkenntnissen von damals und den Überlegungen jetzt zwischendurch bin ich überzeugt, dass das also ja ein gutes Ergebnis wird, dass ein gutes Ergebnis zustande kommt. Heute wieder oder jetzt zuerst mal die Zutaten, die dazu gebraucht werden. Zuerst Galläpfel. Ich hatte vorher noch nie was davon gehört. Werden auch benutzt, um Tinte herzustellen, weil da schwarzer Farbstoff freigesetzt wird. Dann brauchen wir 2 Liter Wasser. Okay, die brauche ich jetzt nicht zu zeigen. Dann Weinessig. Habe ich hier wieder. Als nächstes Vitriol. Hatte ich auch schon mal gezeigt. Kommt wieder zum Einsatz. Dann Stahlspäne. Das letzte Mal habe ich mich hingestellt, stundenlang, und habe Späne abgefeilt. Aber diesmal werde ich Stahlwolle nehmen, die dann aufgelöst wird im Essig. Die hatten die natürlich damals noch nicht, solche Stahlwolle. Dann kommt zum Einsatz Rußschwarz. Habe ich hier. Branntwein. Habe ich hier ein kleines Fläschchen. Wenn das nicht reicht, habe ich auch noch was. Branntwein, Alaunwasser. Ich werde also hier von diesen Alaun etwas im Wasser auflösen. Steht allerdings jetzt wieder keine konkrete Mengenangabe dabei. Leinwand zum Einreiben des Holzes. Dann Gefäß zum Einweichen. Ja, das habe ich hier hinten stehen. Das hole ich jetzt nicht erst vor, die Schüssel. Dann eine Glasschüssel für den Essig mit den Stahlspänen. Also glasiert, damit das nicht angreifen kann. Ein Gasbrenner, der ist auch bereit. Und eine kleine Metallschaufel oder Löffel oder sowas ähnliches, auf dem das Vitriol erhitzt wird. Ja, die steht auch hier irgendwo rum. Und dann habe ich noch was vergessen. Bimsstein. Ja, ich nehme dann halt mein Bimsmehl dazu, was ja nichts anderes ist als zerriebener Bimsstein. Gut, das sind die Zutaten und das wird sich also über einige Tage hinstrecken. Und ich denke, dass diesmal 2 Videos notwendig sein werden, bis das Ergebnis feststeht. Also freut euch drauf, es geht gleich weiter. Nun soll es losgehen mit der Produktion und dem Beizen mit schwarzer Ebenholzbeize. Als erstes ist es notwendig, die zu beizenden Hölzer vorzubereiten. Hier sind einige aufgezählt und ich finde den Text so genial, wie man sich damals ausgedrückt hat. Und deswegen lese ich aus dem Heftchen, Seite 8, das mal kurz vor. Schwarze Ebenholzbeizen. Alle festen und schweren Holzarten, vorzüglich das Kornellkirschen, Buchsbaum, Mispel, Eschen, Tarus, Rotbuchen, Apfelbaum, Weißbuchen, Maulbeerbaum, Birnbaum, Pflaumenbaum, Kirschbaum, Nussbaum, Erlenholz und viele mehr. Überhaupt solche harte Hölzer, welche keine oder nur wenige hervorstehende Adern haben und keine beträchtlichen Jahreslagen zeigen, können schwarz gebeizt und der Farbe des Ebenholzes nachgekünstelt werden.
Zuerst hobelt man das Holz recht glatt ab. Das habe ich bei meinen Probestücken schon gemacht, die hier liegen. Reibt es dann mit Bimsstein. Ich habe ein Brettchen davon mit Bimsmehl gerieben. Hierauf mit Schachtelhalm. Den habe ich nun wirklich nicht und das lassen wir mal weg. Und endlich mit Alaunwasser. Das werde ich dann noch machen. Dadurch heben sich alle Fibern des Holzes und die Fläche wird nunmehr zur Beizung auf Art des Ebenholzes geschickt sein. So, herrlich, herrlich. Ich könnte mich amüsieren. So, also zum Holz. Das Stück Kirschholz habe ich schon gemacht. Ich werde jetzt mal an einem das noch mal zeigen, wobei es da nicht viel zu sehen gibt. Etwas Bimsmehl drauf. Wo habe ich mein Tuch? Ich habe doch alles vorbereitet. Und jetzt stehe ich trotzdem da. Hier habe ich ein bisschen altes Tuch, das reicht. Und dann richtig ähnlich wie bei der Shellack-Politur beim Porenfüllen, nur dass man es hier trocken macht. Richtig reiben, bis alles weg ist. Und dann merkt man schon, dass das Holz, was vorher schon durchs Hobeln glatt war, jetzt noch glatter ist. So, das nur mal als Demonstration. Hier habe ich mir jetzt ein Viertel Liter Wasser, ein bisschen mehr, und habe 4 oder 5 gestrichene Teelöffel voll Alaun drin aufgerührt. Es gibt keine Mengenangaben, Alaunwasser steht da. Ich hoffe, dass das passt. Und jetzt tauche ich einfach einen Lappen ein und streiche das so vorbereitete Holz mit Alaunwasser ein. So wie das da drinnen beschrieben ist, sollen dadurch die Fibern des Holzes, also die Holzfasern, die jetzt noch da sind, die noch nicht weggerieben sind, hochkommen. So ähnlich wie man es einfach schon kennt, wenn man Holz wässert. Gut, das war's schon. Nächster Schritt. Laut Anweisung, man weicht 120 Gramm Galläpfel in 2 Liter Wasser ein. Weil ich schon aus Erfahrung weiß, von vor 2 Jahren, dass das ein paar Tage braucht, bis die Galläpfel richtig durchgeweicht sind und ihre dunkle Farbe an das Wasser abgeben. Ja, okay, ist noch in Ordnung. Habe ich das schon vor 3 Tagen eingeweicht und ihr werdet das gleich dann nochmal aus der Nähe sehen. Das sollte aber jetzt auch nicht eine Woche oder 14 Tage stehen, dann fängt das an zu faulen. Also jetzt ist noch okay. Morgen kann es weiter verarbeitet werden, weil das, was noch vorbereitet werden muss, auch 24 Stunden braucht. So, also man weicht 120 Gramm Galläpfel in 2 Liter Wasser ein. Das ist schon getan. Und dann als nächstes gießt man eine gleiche Menge guten Weinessig in ein anderes glasiertes Gefäß. Ich habe hier so eine Schüssel glasiert und ich hab erst überlegt, ob ich statt 2 Liter nur 1 Liter Essig nehme und die anderen Zutaten auch halbiere, aber ich lasse es. Ich nehme 2 Liter. So, das wäre der erste. Ja, geht aber gerade so rein. Jetzt soll da rein 240 Gramm kalziniertes Vitriol. Da komme ich gleich dazu, weil das auch wieder ein extra Arbeitsgang ist, den ich zeigen möchte. Und eine Handvoll Stahlfeile. Ja, ich habe jetzt keine Stahlspäne, aber ich habe hier Stahlwolle.
Und ich weiß nicht, eine Handvoll, ich mache Zupf jetzt einfach hier so eine beliebige Menge rein. Wenn wir aufpassen, dass das hier nicht noch mit reinkommt, wobei das auch kein Schaden sein dürfte. So. Muss mal sehen, ob das schon reicht. Das wird ja dann auch schwarz. So, wo ist mein Löffel? Ich kann das ja mit meinen Stückchen rumrühren. So, das tauche ich erstmal unter. Stell das nochmal zur Seite. Und dann werde ich Vitriol kalzinieren. Ich bin jetzt gerade dabei, das Vitriol zu zerreiben zu einer pulverigen Konsistenz. Das sind ja wie so Kristalle, wie so Salzkristalle. Und später ist das dann mehr mehlig. Und das muss dann kalziniert werden auf einer heißen Metallgegenstand, Schaufel oder ähnlichen. Und das zeige ich dann im Anschluss. Ich will nur mal nochmal aus der Nähe zeigen, wie das aussieht, wenn das hier zerrieben wird. Hier habe ich schon das fertig geriebene drinne. Das sind jetzt hier diese blauen Kristalle. Und je länger ich die reibe, sieht man schon, wie das feiner wird und auch ein bisschen eine hellere Farbe annimmt. So, noch eine so eine Portion habe ich, dann kann es mit dem Kalzinieren losgehen. Ich bin jetzt soweit, das Vitriol zu kalzinieren, um das dann mit in die Mischung rein zu tun, die schon hier ist aus Essig und Stahlwolle. Ja, dazu mache ich jetzt die Schaufel heiß. Ich hatte schon mal eine Probe gemacht, da hat es nicht funktioniert. Ich gehe davon aus, dass das Vitriol noch nicht fein genug zerrieben war. Das waren immer noch kleine Kristalle, es muss aber wirklich pulverförmig sein, damit es hier kurz aufbläht und dann kann ich das hier rein tun. So, mir kam das ein bisschen komisch vor oder ich bin mir nicht sicher, deswegen, wie das ist mit den Dämpfen, die da entstehen. Deswegen setze ich meinen Atemschutz noch auf und ja, es geht gleich los. Bevor ich damit anfange, die Schaufel ist noch nicht heiß genug, will ich euch zeigen, wie das schon aussieht. Ihr habt ja vorhin gesehen, als ich die Stahlwolle reingetan habe, die ist schon fast aufgelöst. Das sind schon nur noch hier so ein bisschen so Partikel übrig. Und von dem Vitriol, was ich vorhin, habe ich schon was reingetan, da hat sich das auch schon ein bisschen verfärbt. Ich will das mal zeigen. Das ist jetzt hier wirklich wie Mehl. Und hier in dem Glas, das ist das, was ich zuerst genommen hatte, das ist noch zu grob. So, ich will euch mal zeigen, dass ich also auch wirklich hier an Arbeitsschutz denke. Heiß, heiß, heiß. So, das kommt jetzt erstmal rein hier.
So, das ist jetzt noch ein bisschen langwierige Geschichte, weil ich kann das noch immer in so kleinen Portionsweise machen. Aber ihr habt jetzt an einem Arbeitsgang gesehen, wie das funktioniert. Und ich denke mal, da wird noch eine halbe Stunde hingehen, bis ich alles so fertig habe. Also so gut wie nichts mehr ist von der Stahlwolle zu sehen. Wenn ich das hier umrühre, da kommt so ein bisschen Krümelzeug noch hoch. Bis morgen ist das verschwunden. Ja, kann ich noch eine kurze Episode erzählen? Beim letzten Mal vor 2 Jahren habe ich eine Emailleschüssel benutzt und habe nicht entdeckt, dass da an mehreren Stellen schon die Emaille ein bisschen beschädigt war innen. Und habe das stehen lassen, war eine Woche lang nicht dort in der Werkstatt. Und als ich wiederkam, war die ganze Brühe unten in der Pfütze auf dem Fußboden. Hat sich das in der Zwischenzeit durch das Metall schon durchgefressen. Und das ist Weißweinessig mit 7% Säure. Ja, was das schon angerichtet hat. So, ich habe jetzt hier diesmal eine Porzellanschüssel, die innen noch extra glasiert ist. Da kann das nicht passieren. Und außerdem wird das jetzt heutzutage nicht mehr so lange stehen. Ohne Aufsicht. Gut, es geht weiter dann, wenn das Holz bearbeitet wird mit den ganzen Ingredienzien, die ich jetzt hier vorbereitet habe.